Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, immer bemüht, die Wirklichkeit rasiermesserscharf auf den Punkt zu bringen. Wir schreiben heute den 6. Dezember, Montag 2021. In der Schweiz ist Samichlaustag, der Nikolaustag, Samichlaustag. Ich wünsche Ihnen und ich hoffe, dass auch Sie heute einen wunderschönen Samichlaustag haben, außerhalb der Schweiz, wo auch immer Sie sind. Und wir sollten uns Mühe geben, diesen Samichlaustag besonders herzhaft zu feiern in Zeiten, in denen die unselige EU-Kommission darüber nachdenkt, die Worte Weihnachten, Maria und Josef aus dem Grundwortschatz, aus dem Vokabular zu streichen, mit der Begründung, die Verwendung dieser Worte Weihnachten, Maria und Josef könnte die religiösen Gefühle unserer muslimischen Mitbürger verletzen. Jetzt mal abgesehen davon, dass das eine fürchterliche Geringschätzung auch der Robustheit unserer muslimischen Mitbürger bedeutet. Denn ich kenne also keinen Muslim, der sich irgendwie verletzt fühlt, wenn ich sage Weihnachten. Ich wünsche zum Beispiel den Taxifahrern in Berlin, viele muslimischer Prägung, wünsche ich laufend eine schöne Adventszeit und schöne Weihnachten. In aller Regel werden diese Wünsche erwidert. Ich habe noch keinen getroffen, dessen religiöse Gefühle da verletzt würden. Deshalb, meine Damen und Herren, beschleicht mich hier ein ganz unheimlicher Verdacht, dass nämlich diese Weihnachtsabschaffer, diese Beseitiger von Maria und Josef in der EU-Kommission, die haben es gar nicht auf die religiösen Gefühle der Muslime abgesehen, sondern sie wollen einfach unsere eigene Kultur hier destabilisieren, sie wollen uns ein schlechtes Gewissen einreden, damit sie dann auf dem Boden dieser Verunsicherung ihre linke ideologische Politik leichter durchsetzen können. Lassen Sie sich nicht einreden, dass sich irgendjemand verletzt fühlt, wenn Sie sagen Weihnachten oder Maria und Josef. Im Gegenteil. Und wenn sich jemand verletzt fühlen sollte, ja, dann kann man es ja gleich zum Thema machen und dieser Person erklären, warum dies eben hier nicht der Fall sein sollte. Denn man könnte ja umgekehrt argumentieren, wenn sich die Muslime verletzt fühlen, weil wir sagen Weihnachten oder Maria und Josef, ja, dann könnten wir uns ja auch in unseren religiösen Gefühlen verletzt fühlen, wenn wir plötzlich Menschen mit Kopftüchern sehen oder im Niqab oder Repräsentanten einer uns fremden Religion. Aber das sind wir auch nicht. Wir begegnen dem ja mit einer gewissen Toleranz und Gutmütigkeit, manchmal auch zu viel Gutmütigkeit und zu viel Toleranz, vor allem dann, wenn sich die Religionsgemeinschaft anschickt, ihre juristischen Codes, ihre Sittencodes und ihre Regeln hier durchsetzen zu wollen. Das dürfen wir nicht zulassen, aber selbstverständlich ist doch jedem Menschen freigestellt, was oder woran er oder sie glaubt. Das ist doch nicht meine Sache, mich da einzumischen. Aber wir sind hier eine christliche Kultur und da steht man zu Weihnachten, man steht zu Maria und Josef und man steht auch zum Samichlaus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen heutigen Samichlaus-Tag. Olaf Scholz ist deutscher Bundeskanzler. Quo Vadis, Deutschland. Am 8. Dezember, Mittwoch, hat der Deutsche Bundestag den Sozialdemokraten Olaf Scholz als Nachfolger von Angela Merkel gewählt. Herr Scholz führt eine Koalition mit drei Parteien an, die sich untereinander uneins sind, die nicht die gleichen Ziele verfolgen, die zum Teil sogar die gegenseitigen Ziele verfolgen. Als Schweizer sage ich, das ist wie in der Schweiz, das ist interessant, da haben Sie hoffentlich spannende Diskussionen. Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für die FDP, die sich da nicht zu stark jetzt schon verbrüdernd und staatsmännisch äußern sollte. Die FDP ist in dieser Regierung auch, um die anderen beiden linken Parteien in Schach zu halten, auszubalancieren und zu schauen, dass das Staatsschiff nicht zu sehr in eine Richtung kippt.
Die drei Partner passen eigentlich nicht zusammen. Die Linke, Entschuldigung, die SPD und die Grünen hätten eigentlich lieber mit den Linken zusammengespalten. Mit der Linkspartei, die eine Nachfolgepartei der Kommunistischen Partei ist. Das löst ja im deutschen Kontext da und dort auch Zeter und Mordi aus, kann ich nachvollziehen. Denn da steckt noch sehr viel Substanz und auch Finanzvermögen der alten SED, also dieser Mauerschützenpartei drin. Aber so ist nun mal die Zeit, so ist die bewegte Geschichte Deutschlands. Man kann sich nicht nur dabei aufhalten, die Vergangenheit und die Wunden der Vergangenheit permanent aufzureißen. Man muss auch, wenn man die Big Shots vor den Richter gezogen hat und hier dann auch die entsprechenden Konsequenzen verabschiedet hat, muss man dazu übergehen, auch einen versöhnlichen Umgang zu finden mit all jenen Mitläufern und Verirrten, die sich ja dann auch wieder zurechtfinden müssen in der neuen Wirklichkeit. Ungleiche Partner, SPD und Grüne, haben einen Wahlkampf betrieben mit der Forderung nach ganz massiven Steuererhöhungen. Die FDP ist angetreten, hat gesagt, wenn wir gewählt werden, gibt es Steuersenkungen. Jetzt hat man sich gefunden, es passiert vorderhand mal noch gar nichts, die Steuern bleiben gleich. Das kann man als Erfolg verbuchen, ist für mich aber als bürgerlich denkender Mensch auch schmerzhaft, denn Deutschland ist ein Hochsteuerstaat geworden in den Merkel-Jahren. Frau Merkel hat ihr Wahlkampfversprechen, ihr ursprüngliches, die Steuern senken zu wollen, nicht wahrgemacht. Auch Frau Merkel hat die Steuern erhöht, aber immerhin keine unmittelbar bevorstehenden Steuererhöhungen. Allerdings schauen Sie auch, was passiert mit den Abgaben. Oft gehen Regierungen über Abgaben, um ihnen das Geld zum Sack rauszunehmen, weil sie mit den Steuern etwas mehr, sage ich mal, parlamentarischen Betrieb auslösen. Da braucht es dann Gesetzesänderungen. In der Schweiz braucht es Volksentscheide. Für jedes Zehntel Prozent einer Mehrwertsteuererhöhung brauchen sie einen Volksentscheid. Das hat natürlich eine enorm disziplinierende Wirkung, haben sie in Deutschland nicht. Darum sind die Steuern höher, weil es im Interesse der Politiker ist, den Leuten immer mehr Steuern aus der Tasche zu klauben. Und die Liberalen, die bürgerlichen Parteien sind im Wahlkampf dann immer die weißen Ritter gegen Steuererhöhungen. In der Alltagspraxis sieht es dann nicht mehr so klar aus. Auch bei vielen anderen Politikfeldern haben sich so unterschiedliche Parteien gegenseitig neutralisiert. Beispiel Mietrecht. Die SPD und Grünen wollten die Rechte von Vermietern massiv beschränken, Mieterhöhungen verbieten. Die FDP hätte das Mietrecht gerne liberalisiert. Ergebnis, das Mietrecht bleibt vorderhand ungefähr so, wie es bis jetzt gewesen ist. Die marktwirtschaftliche FDP einerseits und die beiden linken Parteien einerseits haben sich gegenseitig neutralisiert. Die FDP hat zwei wichtige Ministerien erobert und besetzen können. Das Finanzministerium durch Christian Lindner. Wir begleiten ihn mit kritischer Sympathie, mit wohlwollender Skepsis und schauen, ob dieser sich immer wieder als Grundsatzpolitiker inszenierende Neominister dann auch seine Grundsätze nicht vergisst, wenn der Ministersessel allmählich Besitz ergreift von seinem Rückgrat und von seinem Großhirn. Aber wir werden das mit großer Sympathie hier verfolgen, aus liberaler Sicht, meine Damen und Herren. Das Justizministerium hat Marco Buschmann inne, den kenne ich nicht, er gilt aber als exzellenter Jurist für die deutsche Wirtschaft, die vor allem auf die FDP hofft. Ist das beruhigend, während die Besetzung anderer Ministerien Sorgen bereitet? Das Wirtschafts- und Außenministerium wird in Zukunft da geführt werden von zwei prominenten Grünen, Frau Baerbock und Herrn Habeck. Zuerst Frau Baerbock. Das ist für mich ein Sicherheitsrisiko in Deutschland. Sie ist die neue Außenministerin und sie möchte ja, keine Ahnung was das ist, eine feministische Außenpolitik betreiben, auch eine moralgesteuerte Außenpolitik. Vergessen Sie das Wort Moral in diesem Zusammenhang, mit Moral überhaupt nichts zu tun, sondern mit Moralismus. Was ist der Unterschied zwischen Moralismus und Moral? Moral, das sind die mit dem Rechtsstaat in Einklang stehenden, sich bewährt habenden guten Regeln eines gedeihlichen Zusammenlebens. Das sind die Anstandsregeln. Das sind einfach jene Regeln, die dafür sorgen,
dass unser Alltag, unser Leben, unser Staat irgendwie funktioniert. Das steht im Einklang mit unserer rechtsstaatlichen Kultur. Moral ist, wenn man so will, auch geronnenes Recht. Die harte Form oder die, sag ich, wie muss man das sagen, die verfahrensmäßig gefilterte Form von Moral ist Recht. Und die Moral ist dem Recht untergeordnet. Also wir haben in unseren Rechtsstaaten immer den Vorrang des Rechts vor der Moral, den privaten Moralvorstellungen. Aber Moral, das sind einfach die guten Regeln des Zusammenlebens. Moralismus ist etwas ganz anderes. Moralismus ist, wenn man die eigenen Moralvorstellungen übers Recht stellt. So einfach ist das. Und wir leben heute in moralisch verseuchten Zeiten. Und eine hohe Priesterin dieses Moralismus ist Frau Baerbock, sind die Grünen, sind die Linken. Die maßen sich laufend an, den Moralismus über das Recht zu stellen. Wenn man irgendetwas sagt, was einem moralisch nicht passt, eine Meinung äußert, die nicht gefällt, dann verliert man den Job, wird man ausgegrenzt, angefeindet, sogar strafrechtlich belangt in gewissen Fällen. Man nimmt auch moralische Vorstellungen, um Firmen, Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Und diese linken moralisierenden Kreise, die versuchen dann immer über sogenannte Soft Law, dass eben nicht diese strengen Verfahrensbedingungen, diese Verfahrenshürden überspringen müssen. Dieses Soft Law, das sickert dann irgendwie ein und wird dann irgendwann später auch zum Gesetz. Das wäre ein Thema für eine Sendung gesondert, aber der Moralismus sickert an allen Fronten durch. Eine primär moralisch orientierte oder moralistisch orientierte Außenpolitik bedeutet, dass Deutschland mehr Konflikt haben wird mit China und mit Russland, diesem Gegenzug zu dem, was Frau Merkel gemacht hat. Sie hat zwar auch etwas moralisiert, aber sie war am Schluss in der Außenpolitik eine Realpolitikerin, weniger in der Innenpolitik, weniger in der Energiepolitik. Was Russland angeht, dürfte die SPD nach unserer Einschätzung den Moralismus der Grünen abdämpfen, abmildern. Hier wird Olaf Scholz, über den wir übrigens ein sehr interessantes Porträt in der aktuellen Printausgabe haben, ein sehr wohlwollendes Porträt von einem sehr guten Kenner von Olaf Scholz geschrieben, von Lars Heider, dem Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Scholz wird hier diesen antirussischen Moralismus der Baerbock abmildern können, abdämpfen, abfangen können, aber im Umgang mit China, da werden sicherlich andere moralisierende Töne aufgezogen werden mit verheerenden Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft. Man redet ja schon vom Boykott der Olympischen Winterspiele. Realpolitik ist den Grünen vollkommen fremd. Sie wollen die Außenpolitik vor allem an Moralismus und Ideologie ausrichten. Feministische Außenpolitik, das habe ich noch habe ich schon erwähnt, das wird sich auch steigern. Robert Habeck führt zusammen mit Frau Baerbock die Grünen und er wird das Wirtschaftsministerium übernehmen. Das heißt, er wird die Klimapolitik über die Wirtschaftspolitik stellen. Herr Habeck ist ausgebildeter Philosoph und hat Kinderbücher geschrieben und er hat in mehreren Interviews in der Vergangenheit bewiesen, dass er nicht die geringste Ahnung von Wirtschaft, von gewerblicher Tätigkeit, von unternehmerischem Handeln hat. Er möchte die gesamte Wirtschaftspolitik dem Kampf gegen den Klimawandel unterordnen. In diesem Jahr wurden die letzten drei deutschen Kernkraftwerke ausgeschaltet. Man will jetzt auch die Kohlekraftwerke ausschalten. Die Energieversorgung ist überhaupt nicht gewährleistet. Wir haben keinen Ersatz. Schon jetzt hat Deutschland als Ergebnis dieser Politik die höchsten Strompreise von allen G20-Ländern. Das paradoxe Ergebnis dieses Bestrebens: Deutschland wird künftig noch mehr Atomstrom aus Frankreich und aus anderen Ländern importieren müssen. Das Wall Street Journal nannte dies the world's dumbest energy policy. Gemäß Wall Street Journal macht Deutschland im Moment die dümmste Energiepolitik und Herr Habeck, bei allem Pragmatismus, den ich ihm durchaus zutraue, scheint mir nicht der Mann zu sein, der Vorschussvertrauen verdient, dass er diese dümmste Energiepolitik abklemmen würde. Wie stabil ist diese Koalition? Das ist eine große Frage. Knatschpunkt, Konfliktpunkt ist die Migrationspolitik. Da wollen die Grünen und die SPDler die Grenzen möglichst weit öffnen, in einem Rückwärtssalto in die Willkommenskultur von 2015. Die FDP möchte eher Zuwanderung
Fachkräften, von Arbeitsmigration. Das wird ganz heikel sein. Bisher hat auch die FDP in dieser Migrationsfrage nicht so große Stehqualitäten an den Tag gelegt. Wir werden das sehen. Auch im Bereich der Europapolitik haben wir hier mögliche Konfliktfelder, weniger in der Regierung als vielmehr in Deutschland. Denn bei dieser neuen Ampelkoalition ist einfach sehr viel EU-Turbogeist drin. Das heißt, das sind alles Parteien, die im Grunde möchten, dass die Europäische Union noch mehr Macht bekommt, dass wir noch mehr in Richtung europäischem Zentralstaat, Bundesstaat gehen. Und das widerstrebt natürlich den deutschen regionalistischen, bundeslandorientierten Neigungen. Die Deutschen sind keine Zentralisten, das sind die Franzosen. Aber diese Ampelkoalition scheint mir da zu stark dem EU-Zentralismus zu frönen. Das wäre dann vielleicht wieder ein Steilpass für eine Partei wie die AfD, die jetzt gelähmt ist durch selbst innere Querelen, aber auch durch den Überwachungsstaat, durch die Vorgehens, durch die Angriffe, wenn man so will, des deutschen Verfassungsschutzes. Entschuldigung, ich bin leicht erkältet. Ich muss hier etwas die Stimmbänder abkühlen. Für Norbert Röttgen spalten Impfverweigerer die Gesellschaft mehr als eine Impfpflicht. Ja, der gute Herr Röttgen, er schlägt sich immer auf die Seite der Mehrheit, auf die Seite des Staates, auf die Seite der Macht. Ich teile diese These nicht. Wir haben die Studie der Universität Greifswald bereits besprochen. Dort kommt heraus, dass die Ansteckungsgefahr von Geimpften und Ungeimpften ungefähr gleich groß ist. Am Anfang vielleicht bei den Geimpften etwas weniger, aber mit der Zeit gleicht sich das an. Diese massive Verunglimpfung, Ausgrenzung der Ungeimpften ergibt keinen Sinn. Klar, sie haben die Mehrheit dann auf ihrer Seite, weil die Mehrheit ist geimpft, aber Demokratie ist eben auch immer Minderheitenschutz. Ich erwarte von unseren Regierungen und würde das auch, wenn ich jetzt deutscher Bürger wäre, von der deutschen Regierung erwarten, dass die Regierung weniger uns Befehle erteilt, uns weniger einsperrt, sondern dass sie uns möglichst präzis und sachgemäß informiert. Omikron, die neue Variante. Schweizer Radio habe ich kürzlich ein Interview gehört mit einem Entdecker dieser Variante, einem deutschen Professor, Wolfgang Preisser, an der Universität Stellenbosch. Und er sagt, man beobachte eine hohe Ansteckungsvirulenz dieses Erregers. Aber gleichzeitig beobachte man noch nicht irgendwie schwerere Verläufe. Das würde ja dann der Existenzlogik der Viren entsprechen. Die Viren brauchen immer mehr Wirte, aber sie müssen immer weniger tödlich werden, damit sie möglichst viel Wirte zur Auswahl haben. Das ist die Existenzlogik der Viren. Und bis jetzt gibt es noch keinen Anlass, dass Omikron hier eine große Ausnahme bilden würde. Zweitens, das habe ich schon gesagt in der Sendung, Reisebeschränkungen haben nichts gebracht bei der Ausbreitung dieses Virus. Das haben wir von Anfang an gesehen. Das funktioniert nicht. Sie können nicht eine hocharbeitsteilige, globalisierte Gesellschaft einfach in eine Art Stammesgesellschaft abbalkanisieren. Überall sozusagen Todesstreifen hochziehen zwischen den Ländern. Das geht nicht. Da ist der Kollateralschaden für die Wirtschaft, für den Wohlstand, für uns alle, auch für die Gesundheit, viel zu groß. Wir können nicht alle zu China werden. China kann das machen. China, die können einfach alle einsperren. Drittens, großer Fehler der Politik, wir brauchen eine risikobasierte, ehrliche Kommunikation. Das würde heißen, okay, Inzidenzzahlen, die sind aber nicht allein entscheidend. Wie viele schwere Verläufe? Wie ist die Altersstruktur der Angesteckten? Wie viele davon kommen ins Spital? Welche Leute kommen ins Spital? Sind das Leute mit Vorerkrankten? Sind das schwer adipöse, übergewichtige Menschen? Wie sieht es bei den Todeszahlen aus? Medianalter, in der Schweiz sind wir bei 89 Jahren, 97% der Fälle mit schweren Vorerkrankungen, mindestens einer. Wie sieht das aus? Das würde die Leute befähigen, eigenverantwortlich ihr eigenes Risikoprofil zu erkennen und auch ihr Handeln entsprechend einzustellen. Hier müsste doch der Staat durch möglichst objektive Information, eben nicht panikgetreten, den Leuten helfen, das Richtige zu tun. Aber wir sind Gefangene unserer moralisierenden unseres Solidaritätsidealismus. Ich bin auch nicht gegen Solidarität, natürlich nicht.
Aber wir müssen hier wieder zurück zum Grundwert der Eigenverantwortung. Die Politik macht jetzt Folgendes. Sie macht im Grunde mit G2 und diesen Impfpflichten und diesem Impfzwang und diesen Lockdowns, macht sie im Grunde einen Lockdown der Gesunden. Sie sperrt mehr oder weniger die Gesellschaft ein, um die Gefährdeten so zu schützen, dass diese möglichst wenig Einschränkungen zu gewärtigen haben. Das ist alles wunderbar und nett, aber die Nebenwirkungen dieser Politik sind verheerend. Sie spalten die Gesellschaft. Wir haben Zehntausende, die auf die Straße gehen, in Österreich, in Luxemburg, in der Europäischen Union. Das sind Zehntausende. Hier fühlen sich Leute ausgeschlossen. Und wir müssen doch sehen, ich gehöre auch, Roger Köppel, ich gehöre auch zu einer Risikogruppe. Ich muss doch auch für mich persönlich entscheiden, wenn ich eine Risikogruppe bin, da muss ich etwas aufpassen, da muss ich mich halt einschränken. Das ist doch nicht der Fehler der anderen Gesellschaft, ich muss mich nicht wegen denen einschränken. Es gibt halt Viren, es gibt Krankheiten, es gibt Menschen, die haben auch Erbkrankheiten, die müssen schauen, zum Beispiel Leute, die in ihrer Familie Darmkrebs gehabt haben, die müssen diese unangenehmen Untersuchungen machen, die müssen sich vielleicht ernährungsmäßig etwas umstellen. Leute, die Schwierigkeiten haben auf der Lunge, die extrem übergewichtig sind, die müssen jetzt in Covid-Zeiten sich halt einschränken. Wir können doch nicht alle einschränken, damit sich die, die gefährdet sind, nicht einschränken müssen. Das ist eine falsche Schwergewichtsbildung in der Führung, in der Politik. Aber wir sind eben in der Politik, in den Medien, Gefangene unserer eigenen moralistischen Illusionen. Und ein Sprachrohr dieses Moralismus ist Herr Röttgen. Und darum wünsche ich mir nicht Herrn Röttgen als Vorsitzenden der CDU. Ja, riesige Demonstrationen. In Luxemburg wird sogar ein Weihnachtsmarkt gestürzt. Russland, Manfred Weber, der immer wieder säbelrasselnde CSU-Europa-Abgeordnete und EVP-Fraktionsvorsitzende, trommelt dagegen Putin. Wenn Putin Waffen einsetzt, dann ist die Gaspipeline Nord Stream 2 am Ende. Will Putin einen neuen Krieg? Meine Damen und Herren, ich verweise an dieser Stelle auf Servus TV, den größten österreichischen Privatsender. Dort habe ich am Sonntagabend die jüngste Ausgabe des Pragmatikus geleitet über das Thema Russland. Wir haben mit Experten gesprochen und hier sind die Österreicher in einer besonders herausragenden Rolle, denn die Österreicher haben spezielle Antennen für alles, was sich im östlichen Bereich Europas tut. Die Österreicher, die alte KUK-Monarchie, war das natürliche Bindeglied zwischen Ost und West. Und die österreichischen Diplomaten und österreichischen Historiker, die wir befragt haben, auch Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel. Übrigens Wolfgang Schüssel, wenn der in Deutschland Kanzler gewesen wäre, wäre der immer noch Kanzler, analog zu Frau Merkel. Diese Experten haben ein sehr differenziertes Bild von der Lage in Russland geliefert. So differenziert, wie sie das in keiner deutschsprachigen Fernsehsendung so jemals bekommen haben. Gehen Sie auf die Website von Servus TV, gehen Sie auf der Pragmatikus, schauen Sie sich diese Sendung ganz kurz an, schauen Sie sich an, es ist eine Stunde, schauen Sie sich unbedingt an. Das wird Sie ins Bild setzen über die Vorgänge, die da zu beurteilen sind, in aller Differenziertheit und Ausgewogenheit. Ich halte hier nur ganz kurz fest, der Westen hat kein Interesse an einer Eskalationspolitik mit Russland. Wir blenden total aus, was hier von westlicher Seite an Provokationen in Richtung Russland lanciert wurde. Atomraketenstationierungen in den ehemaligen Ostblock, in den Warschauer Paktstaaten. Der Westen hat massiv hineingefummelt und hineingefunkt in die Ukraine. Ist doch klar, dass das Putin nicht tolerieren kann. Erinnern wir uns daran, was in den 60er Jahren passiert ist, als Chruschtschow auf Kuba Atomraketen stationieren wollte, da kam es fast zum Dritten Weltkrieg, weil die Amerikaner durchgedreht sind. Zu Recht, wenn die Russen heute Militärberater nach Mexiko schicken würden, dann wären die Amerikaner nicht amused. Umgekehrt glaubt man den Russen, alles zumuten zu können. Urfehler liegt bei Barack Obama, dem früheren amerikanischen Präsidenten und, wie ich vermute, immer noch Präsident der Vereinigten Staaten. Ich glaube, Barack Obama ist der Mann, der den Teleprompter von Joe Biden füttert. Aber das ist eine unbelegte These, eine Behauptung, eine feuilletonistische Eingebung ohne jeden Objektivitätsgehalt, aber möglicherweise stimmt sie. Und Barack Obama hat gesagt, Russland
Putin, das ist keine Supermacht mehr, das ist nur noch eine Regionalmacht. Und seither muss Putin den ganzen lieben langen Tag über beweisen, dass das nicht stimmt. Und deshalb sagt er einfach, I don't take this bullshit anymore. Ich nehme diesen ganzen Müll, ich schluck das nicht mehr. Und anstatt, dass wir versuchen, die Russen immer noch enger in die Arme der Chinesen zu treiben, den Panda-Bär und den russischen Grizzly-Bär oder Braunbär oder was immer die für Bären dort haben, oder Schwarzbär, die zu einem Joint Venture zu führen, sollten wir vielleicht eher die Interessen von unserer westlichen Kultur anschauen, und unser Interesse ist es, zusammenzuarbeiten. Übrigens auch Nord Stream 2, das wird auch immer verteufelt. Diese Pipeline macht uns abhängig. Entschuldigung, unsere idiotische Energiepolitik macht uns abhängig von Stromimporten. Gerade Deutschland, the world's dumbest energy policy, gemäß Wall Street Journal. Jetzt wollen sie auch noch... Entschuldigung, meine Stimme macht nicht mehr mit. Jetzt möchten sie auch noch den Gashahn zudrehen. Jetzt muss ich kurz hier eine Pastille schlucken für die Stimme. Pardon, wir lassen uns nicht stoppen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Mehr Verständnis zu Putin. Donald Trump erhält $1 Milliarde für sein Online-Netzwerk. Das ist interessant in den USA. Die Leute trauen nicht mehr den herkömmlichen sozialen Netzwerken. Deshalb loggen sie sich ein bei der Weltwoche. Wir sind ein neuer Social-Media-Kanal, sehen aus wie Instagram. Wir sind die sozialen Medien der Meinungsfreiheit. Hier bekommen Sie Informationen, die eben nicht zu Recht zensuriert sind, sondern die von hervorragenden Journalisten gefiltert sind. Und wir lassen uns auch von außen anregen, schicken Sie uns Themenvorschläge. Als Trump zum Angriff rief, titelt die FAZ, sie meint den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar. Der Sturm auf das Kapitol hat Donald Trump weniger geschadet als erwartet. Er kontrolliert immer noch weite Teile seiner Partei. Ich habe das immer gesagt, dieser Sturm aufs Kapitol, nachdem ein Jahr lang die Linken und Linksextremen demokratische Städte in Schutt und Asche gelegt haben, ohne dass die Polizeikräfte einmarschiert sind, weil ihnen die örtlichen Behörden verboten haben, einzumarschieren, denn die linken Regierungen möchten diese linken Demonstranten nicht mit der Polizeigewalt einschränken, weil diese linken Demonstranten, so hoffen die linken Behörden, wählen die linken Behörden. Darum haben sie der Polizei gesagt, lasst das laufen. Der Fall Rittenhouse, wenn Sie das verfolgt haben, dieser 17-Jährige, der freigesprochen wurde, das war genau so einer, der geholfen hat bei diesen gewalttätigen linken und linksextremen Ausschreitungen. Ich glaube, einen Autohändler oder eine Kartonstelle zu verteidigen. Und bei der Verteidigung, dass das nicht abgefackelt wurde, wurde er angegriffen, sogar mit Pistolen bedroht. Man wollte ihm den Schädel einschlagen. Er hat sich selber verteidigt mit einer Schusswaffe, die er legal hatte als 17-Jähriger. Sie können in den USA schon als 17-Jähriger in die Armee eintreten. Wenn Ihnen das nicht gefällt, fair enough, okay. Aber da müssen Sie die Gesetze ändern, da müssen Sie sagen, es geht nicht. Der hat einfach legal gehandelt, die wollten den umbringen, also hat er sich verteidigt. Die Medien, eine Schande, haben ihn zu einem rechtsextremen Rassisten hochgeschrieben, den 17-jährigen hilfsbereiten Jugendlichen, der da in die Bresche gesprungen ist, wo das staatliche Gewaltmonopol versagt hat. Man wollte den mehr oder weniger lebenslänglich hinter Gittern bringen. Wenn es nicht Videoaufnahmen gegeben hätte, die das ganz klar zeigen, dann wäre dieser Kyle Rittenhouse sicherlich ins Gefängnis geschmissen worden. Kurzum, Donald Trump ist durch diese ganze Geschichte des Kapitols nicht so geschwächt worden, wie man hier gehofft hat. Ich habe das immer so gesagt, denn die Bewertung dieses Sturms aufs Kapitol, was eine fürchterliche Sache ist, klar, wollen wir überhaupt nicht rechtfertigen. Aber in der ganzen Gefühlslage der Vereinigten Staaten von heute, die zunehmend unfreie Vereinigten Staaten von Amerika werden, scheint das die bürgerlichen Amerikaner, die rechten Amerikaner, dort darf man das noch sein, nicht so sehr zu stören. Ist hochinteressant. Warum nehmen alle dem österreichischen Ex-Kanzler Kurz die Erklärungen zum Rücktritt ab? Das verstehe ich nicht. Kurz sagt, ja, ich habe jetzt gemerkt, ich werde Vater, mein Kind, jetzt kann ich nicht mehr so viel Politik machen.
Der Mann weiß doch schon seit 9 Monaten, dass er Vater wird. Das sind doch fadenscheinige Erklärungen. Oder er sagte, ja, ich habe den Spaß verloren an der Politik, ich ziehe mich jetzt zurück. Was sind denn das für himmeltraurige Motive? Da muss ich ja lachen. Ist das Spaßgesellschaft in der Politik? Ist Kurz so unseriös, dass er einfach, weil er ein Spaßpolitiker ist, in die Politik gegangen ist und wenn der Spaß etwas nachlässt, dann geht man wieder und nebenbei merkt man auch noch, oh, ich bin ja ein junger Vater, ich sollte mehr zu Hause sein. Was sind das für himmeltraurige Erklärungen, die aber von den Medien gar nicht hinterfragt werden? Das ist doch lächerlich. Wo sind jetzt all diese kritischen Journalisten da, die sich irgendetwas einbilden, wir sind die vierte Gewalt, man muss uns staatlich subventionieren, weil wir so wichtig sind. Das ist ja eine Schäfchenhorde hier, eine Schäfchenherde. Unglaublich. Und dann auch noch dieser Rücktritt von Kanzler Schallenberg. Was ist denn das hier? Ein Freundeskreis, eine Art, ein Buddy, ein Club, da ein Freundschaftsclub. Da sagt man, ja, okay, jetzt ziehe ich mich halt zurück, habe zwar vorher noch einen Eid geleistet auf das Amt und jetzt, weil halt der andere geht, gehe ich auch. Was sind denn das für dekadente Mechanismen, die da in Österreich laufen? Da müssen Sie in Österreich etwas Ihre Zeitungen auf Vordermann bringen. Da sind ja alle im Tiefschlaf, im Komaschlaf, im Coronaschlaf. In der Schweiz die Meldung, dass die Zigarettenpäckchen bald 14 Franken kosten sollen. 14 Franken! Das heißt dann nur noch, die Reichen können rauchen und die Armen werden sich dann schlechter ernähren, weil man wird dann das Geld mehr für die Zigaretten ausgeben und hat dann nicht mehr so viel Geld. Unglaublich, wie hier diese linke Anti-Tabak-Lobby, das ist wie die Anti-Auto-Lobby, wie die hier Druck machen, damit jetzt auch an dieser Front einfach die Leitung abgestellt wird. Noch ein letzter Gedanke in der Adventszeit. Dankbarkeit. Meine Damen und Herren, Dankbarkeit ist die wichtigste Tugend, die es gibt. Und ich glaube, dass die Fähigkeit, Dankbarkeit zu zeigen, auch den guten Menschen ausmacht. Gute Menschen können auch dankbar sein. Wenn sie böse Menschen haben, schlechte Menschen, und das gibt's, natürlich gibt's böse Menschen, gibt auch gute Menschen. Wenn man sagt, es gibt keine bösen Menschen, dann sagt man auch, es gibt keine guten Menschen. Den guten Menschen zeichnet aus, dass er Dankbarkeit zeigen kann. Wobei, ich muss auch sagen, nicht alle sind böse, bei denen böse aufsteht. Ich bin da kein Moralisierer. Aber Dankbarkeit ist wichtig. Und ich glaube, wenn ich Ihnen diesen Gedanken am Schluss, klingt jetzt etwas kitschig, aber ich finde es wichtig, ich weiß nicht, ob ich es richtig rüberbringe. Wir müssen mehr Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit, dass wir überhaupt existieren. Dankbarkeit unseren Eltern, dass sie uns gezeugt haben. Das größte Geschenk, das es gibt. Dankbarkeit gegenüber all jenen Kräften, die wir nicht beeinflussen können, die aber dafür sorgen, dass unser Leben funktioniert, dass es gut läuft. Ja, auch Dankbarkeit unseren Unternehmen, der Wirtschaft gegenüber, Leute, die sich dort aufopfern, natürlich auch aus zum Teil rein egoistischen Motiven, aber sie, ihre Leistung, ihr Erfindungsreichtum garantiert uns Produkte, Annehmlichkeiten, medizinische Leistungen, die wir nicht hätten, da müssen wir dankbar sein. Auch Dankbarkeit gegenüber den Politikern, auch dort, wo wir nicht einverstanden sind. Das gehört dazu. Demokratie ist organisierter Dissens, ist organisierte Meinungsverschiedenheit. Das müssen wir auch zulassen. Sind wir doch dankbar, dass wir noch in Gesellschaften leben, in denen es unterschiedliche Meinungen gibt. Das vergessen die Journalisten zum Teil, indem sie immer auf die Minderheiten und auf die Oppositionellen einhacken. Gerade in Deutschland, auch in Österreich. Aber in Deutschland ganz besonders, passiert auch in der Schweiz. Aber wir müssen doch hier dankbar sein, auch gegenüber den Politikern, speziell den Oppositionspolitikern, die in den Medien durch den Dreck gezogen werden. Ich bin dankbar, dass es die gibt, dass die der Stachel im Fleisch sind, des Mainstreams, im Stachel im Fleisch der Mehrheit. Man muss hier allen politischen Akteuren, und ich sage wirklich allen, von Linkspartei bis AfD, dankbar sein, dass sie unter Inkaufnahme von persönlichen Nachteilen das ganze mögliche Interessens- und Meinungsspektrum abbilden. Dankbar müssen wir auch sein früheren Generationen gegenüber. Das ist noch mein letzter wichtiger
Punkt. Gerade in Deutschland leben Sie ja in einer Art verordneten Entschuldigungskultur. Sie müssen sich laufend entschuldigen für die früheren Generationen, für die unvorstellbaren Verbrechen, die im Namen Deutschlands von einer kriminellen, verbrecherischen Regierung verübt wurden. Einer Regierung, die mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet wurde, die Kriege angezettelt hat, die einen Völkermord angezettelt hat und die das beweist, dass eben ein Land, selbst ein Land so hochstehend wie Deutschland, kaputt gemacht werden kann, wenn sie eine Diktatur einführen. Weil Diktaturen, das ist das Problem der Diktaturen, die fangen immer an mit den schönsten Versprechungen. Wir bekämpfen das Unrecht, wir schauen, dass die Deutschen wieder einen Platz an der Sonne haben und am Schluss bist du im Höllenabgrund gelandet. Das ist das Elend, das ist die Tragik, das ist die Sauerei der Diktatur. Und darum müssen wir dankbar sein, dass wir einen Rechtsstaat haben. Wir müssen diesen Rechtsstaat verteidigen, das heißt auch die Kritik an den Mächtigen, an den Regierungen, an denen, die die Entscheidungen im Staat treffen. Das ist ganz wichtig, auf keinen Fall eine Diktatur zulassen. Auch keine Klimadiktatur, keine Corona-Diktatur, keine Gesundheitsdiktatur. Wir müssen an diesen demokratischen, rechtsstaatlichen Machtzerstückelungsinstitutionen festhalten. Check and balance, Multiparteiensystem, Meinungsverschiedenheit, Hinterfragung der Mächtigen. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und Dankbarkeit gegenüber früheren Generationen. Ja, die haben auch Fehler gemacht. Die haben auch nicht alles richtig gemacht. Aber wer sagt uns, dass wir, wenn wir in den damaligen Zeiten gelebt hätten, nicht die genau gleichen Fehler gemacht hätten oder noch viel schlimmere? Aber wir verdanken den früheren Generationen auch etwas. Wir verdanken ihnen zum Beispiel, dass sie Fehler gemacht haben, die uns die Augen geöffnet haben. Und dank diesen Fehlern machen wir hoffentlich die gleichen Fehler nicht noch einmal. Unsere Vorfahren haben Staaten geschaffen, haben Kulturen geschaffen, haben künstlerische Leistungen, medizinische Errungenschaften, unternehmerische Weltwunder geschaffen, auch medizinische Weltwunder, politische Weltwunder, von denen wir alle profitieren. Meine Damen und Herren, wir sollten uns in der Adventszeit, gerade in der Adventszeit, lieber spät als nie, der wichtigsten Tugend erinnern, die es gibt, der Tugend der Dankbarkeit. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen wunderschönen Sami-Klaus-Tag und weiterhin eine schöne Adventszeit. Bis bald.